Ein Ring der Unbesiegbarkeit, er ist unbesiegbar. Ich weiß noch, das war mal in Gothic 1 so, da gab es so einen ganz miesen Typen namens Gomez. Und der Typ hatte so einen Ring der Unbesiegbarkeit an. Und war unbesiegbar. Ja. Aber das lag daran, weil er eine wichtige Person war. Und der Ring hat ihn nicht unbesiegbar gemacht. Wäre cool, wenn schon. Weil so wie ich weiß, musste man ihn dann später töten. Oder konnte. Eher gesagt. Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komm mir nicht so. Ich könnte mir sowas nie erlauben. Das war doch schon vorher klar. Hier ist dein Kompass. Ja, das ist er. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn noch mal wiedersehe. Danke, Mann. Du hast doch diesen Gürtel bei mir gekauft, erinnerst du dich? Hast eine Menge dafür bezahlt. Und das war ja auch wert. Hier, du sollst dein Gold zurückhaben. Lol. Was habe ich noch für einen Gürtel bei ihm gekauft? Lass uns. Ach, das war dieser Gürtel des Schutzes, genau. Er weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Dass ein Pirat freundlich sein kann. Wow. Ist das wirklich wahr? Monate lang. Und das nächste Schiff, das mir von dem Bug kommt, ist eine vollbesetzte Galeere des Königs. Der Strand im Norden ist sauber. Was ist mit der Höhe? Warst du da auch schon? Klar. Sauber. Bist ein guter Mann. Hier hast du deinen Lohn. Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Da fragst du am besten den Käpt'n. So, jetzt hole ich mir noch mal ein paar schnelle Heringe. Von mir erfährt keiner was. Ich habe noch 29. Und da brauche ich unbedingt mehr. Denn der schnelle Hering, super. Der ist richtig Suppe. Wow. Ach, der gute Samuel. Hey! Was hast du bei mir? Bei mir gibt's alles. Helfen mir mal sein Bestand weg. So. Ich will... Was? Gib. 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 Gib mir was von dem schnellen Hin. Ziemlich üble Brühe, aber sie will... Ja. Das stimmt. Gib. Gib. Gib mir. Und, ach, ich hab 49. Ach, es passt ja. Genau, so viel wollte ich haben. Nein, eigentlich nicht, aber... Egal. Trotzdem passt's. Was soll... Oh. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Und immer nur am Bauch aufschneiden, sonst verminderst du die Qualität. Okay. Dann kann ich das ja auch noch mit den Fell machen.
kann ich endlich Bosbos größten Wunsch in Erfüllung bringen. Dass er mir lernen kann, wie ich Fälle abziehe. So, da muss ich zu Xardas und bei ihm... Ich weiß gar nicht, warum ich gerade da reinrenne. Und nicht den Teleporter nutze. Egal. Boah, sollte ich gerade springen. Xardas. wo laufe ich hin? Ich will doch nicht da rein. Ich will hier hin. So, mal gucken. Ich habe 841. Boah, richtig mies. Das hat mir richtig viel abgezogen. 120 Schaden, Zusatzschaden. Aber es bringt was. Denke ich zumindest. Beim Xardas Turm ist einfach leer. Es ist niemand mehr da. Nicht mal Xardas. Wo ist Xardas hin? Xardas, wo bist du? Ohne dich bin ich so alleine. Die waren gerade eben noch schwarz, ja? Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ja, ich muss ja komisch rennen. Und so. Sepp. Er war ein treues Seppchen. Er war ein treues Zäpfchen. Wollte ich nicht mal das mit den alten Münzen zeigen? Das wollte ich auch machen. Das mache ich einfach nach dem Ritual. Um das Auge Innos wiederherzustellen. Wie immer noch die Musik auf einmal kommt. Das ist Wahnsinn. Nein, das ist nicht Sparta. Das ist Baum. Der schwarze Troll ist tot. Alle Achtung. Hätte nicht gedacht, dass man die überhaupt töten kann. Das werde ich mir merken.
Bring mir... Was genau? Die Flügel der Blutfliege reißt man einfach aus dem Körper der Fliege oder... Okay. Da hat man so einen kräftigen Ruck, alle beide Flügel so raus, so wie Kratos in God of War. Einfach so rein. Klatsch. Und dann hat man schon ein paar Flügel. Dann springt man irgendwo eine Klippe runter und versucht damit zu fliegen. Speichern wir jetzt. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn 3 Sumpfkrautpflanzen dabei? Ja. Hier hast du die 3 Pflanzen. Großartig. Das hast du gut gemacht, doch trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen können. Möge sich unser Geist vereinen. Zu heilen. Lass dir den Umgang mit seiner Macht von Pyroka erklären. Okay. Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Leb wohl. Nun, da das Auge Innos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis. Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar. Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück. Okay. Ihr habt es geschafft. Das Auge Enos ist geheilt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Was bleibt mir hier noch zu tun? Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Geh und vernichte die Drachen. Hier hast du das Auge. Bedenke, dass du erst mit einem Drachen gesprochen haben musst, bevor du ihn angreifst. Die Macht des Auges wird die Drachen dazu zwingen, mit dir zu reden und dir die Wahrheit zu sagen. Außerdem bietet es dir Schutz gegen ihre Angriffe, wenn du es trägst. Jedoch ist seine Kraft nicht beständig. Du wirst es wieder mit magischer Energie füllen müssen. Dazu brauchst du die Essenz eines Drachenherzens, das du an einem Alchemietisch mit dem Auge vereinst. Erst dann kannst du es wagen, einem weiteren Drachen entgegenzutreten. Danke. Ich werde es mir merken. Du hast alles, was du brauchst. Geh nun. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ja, sonst sind die anderen Drachenjäger da und töten die noch. Weil nicht nur ich kann die Drachen töten. So, mein Harnisch-Amulett weg. Dafür... das Auge Innos. Und nun bestaunt es. Und es hat einfach mal meine Werte nach oben geschossen. Vor allem für gegen Magie und Drachenfeuer. Moment, da gucke ich mal schnell nach, was ich für Werte habe. Ja. Da, seht. Nochmal zum Bestaunen.
jetzt nochmal. Könnt ihr es sehen. Gut. Dann würde ich sagen, ich wollte noch, glaube ich, mal in die Stadt, oder? Habe ich noch was in der Stadt zu tun? Muss ich mal schnell nachschauen. Also genug Lernpunkte habe ich ja jetzt wirklich. Ich könnte noch zum Großbauern. Und dann nicht von Bennett einfach mal. Hier alle Sachen, was ich noch lernen kann. Das war doch schon vorher. Ja, ganz ehrlich, ich habe einfach die... Das ist eine schlimme Sache. Zu viel Lernpunkte, glaube ich mal. Das interessiert gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Noch mehr. Hey, du. Hey, du. Ich will mehr. Ich glaube, jetzt habe ich mich selbst übertroffen. Ich habe zwei Schlachtklingen entworfen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Für mich, das hast du nicht gewusst. Er weiß ja nicht, wie er ein Schwert hält. Wie sieht's mit. Was brauchst du? Ich hab so einen. Oh, ich brauch einen. Wie sieht's. Was brauchst du? Stahl. Oder hier gleich glühenden Stahl. Und hier ein Amboss. Das ist wie zum ersten Mal. Erzwaffen schmieden. Der weiß ja nicht mal, wie ein Schwert. Schwere Erz, zwei Händer. Das hat mich, das hast du nicht gewusst. Und ein Erzbastardschwert. So, jetzt muss ich mal nachgucken, wie viel Erz ich noch habe. Ich habe noch 7 Brocken. Das passt. Und. Schwere Erz, zwei Händer. Da. Benötigt Stärke 100, 200 Talent Bonus 10, Schaden 120. Und das ist Erz Bastard Schwert. Tarlov. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Mhm. Das hat er doch vorher gewusst. So, jetzt habe ich 86 noch. Meinst du, mir geht es besser? Ach ja, genau. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Da wollte ich hin. Ich weiß ja nicht mal, wie er. Denn da gibt es einen Typen, der heißt Vasili und glotzt mich als erstes gleich mal an. Was ist deine Aufgabe? Ona will, dass ich den ganzen Tag auf seinen Krempel aufpasse. Er macht sich Sorgen, dass was wegkommt. Das würde ich an seiner Stelle auch. Die meisten der Söldner, die er angeheuert hat, sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Die lassen doch alles mitgehen, was nicht nied- und nagelfest ist, wenn keiner aufpasst. Ja. Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Vor ein paar Nächten schlich hier einer der Söldner durchs Haus. Er hatte sich einen schwarzen Kapuzenmantel angezogen, damit ich ihn nicht sehe. Aber ich habe ihn in die Flucht geschlagen. Okay. Eine Menge Krempel gibt es hier. Das ist richtig und das meiste davon ist auch extrem wertvoll. Ona sammelt wertvolle Gegenstände. Ein einfacher Mann wie ich kann sich solchen Luxus kaum leisten. Ich halte mich an andere Dinge. Nämlich? Ich sammle alte Münzen. Ich habe hier eine alte Münze. Mhm, zeig mal her. Oh ja. Die bringt auf dem freien Markt nichts mehr ein. Ich zahle dir eine Goldmünze dafür. Genauso viel, wie sie einmal wert war. Ja. Abgemacht. Gut. Wenn du noch mehr davon hast, weißt du ja, wo du mich findest. Interesse an weiteren alten Münzen? Sicher. Hast du noch welche? Ein paar. Danke. Hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. Ein paar. Und dann hier 400 Stück. 104. Wie er mich angeglotzt hat und so von so normal nach vorne ausschauen. Also so nach gar oben. So wie so ein Verfolgerblick. So, jetzt muss ich alle Runen wegtun, weil die bringen mir einfach nicht. Pass im Minental. Teleport zur Burg.
So, das war aber, glaube ich, mal auch schon alles. Ja, dann kann ich sie echt durchgehen. Baum, 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 daum, daum, daum. Es war ja auch erst Freitag und es kam kein Tube Clash raus. Weil hier der gute Dark Victory mit seinem Team da eine Pause macht. Finde ich eigentlich schade, aber... Naja, das ist aber auch viel Arbeit, die da haben. Ich hoffe, die nehmen mal irgendwann einen von meinen Kommentaren oder mich da mal rein. Das wäre cool. Das wäre nicht nur cool, sondern das wäre richtig, richtig gut eigentlich. Ja. Ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich noch mehr Staffeln. Da wird es noch mehr Staffeln geben. Kapitel 4. Drachenjagd. Lol, Billgott ist immer noch da. Warte mal. Was machst du hier? Ich dachte, du wolltest über den Pass. Ich kann einfach nicht mehr. Lass mich nur einen Moment ausruhen. Ich komme schon klar. Mach dir keine... Wie du willst. Nur eine kleine... Oder Drachenjäger. Eigentlich würde ich gern ihm seine Rüstung nehmen. Oha. Da hat sich ja schon mal so eine kleine Vereinigung zusammengeschlossen. Von mir hatte das nicht. Man erzählt sich ja so. Wechseln wir mal schon die Waffe. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Sollte hier gegen jemanden kämpfen müssen. Das hat er doch vorher. Ach, doch vorher sagen können. Wie ich sehe, hast du dich den Drachenjägern angeschlossen. Ich bin Silvio ins Minental gefolgt, weil ich mich hier einfach am besten auskenne und mir die Situation hier nochmal genauer ansehen wollte. Ich sag dir was. Hier braut sich ganz schön was zusammen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Orks auf einen Haufen gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn Garond und die Paladine in der Burg schon längst alle geflohen sind. Oder getötet wurden. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Was hast du jetzt vor? Ich werde erstmal den Jungs hier ins Minental folgen und mich dann später absetzen. Ich muss unbedingt herauskriegen, was die Orks vorhaben. Ich sehe dich dann. Pass auf dich auf. Ich habe mir das schon gedacht. Hast du was zu trinken? Ich vermute, du willst kein Wasser. Nein, verdammt. Ich brauche irgendwas mit Alkohol, damit endlich diese verdammten Kopfschmerzen weggehen. Wenn ich längere Zeit nichts zu trinken hatte, fühlt sich mein Schädel an, als würde er jeden Moment explodieren. Vielleicht ist sogar der Fall. Hier hast du was. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. War doch seine Entscheidung. Ich wundere mich über gar nichts. Da lacht das Herz. Ich habe mir das so gedacht. Jetzt kann ich auch wieder klar denken. Was kann ich für dich tun? Okay. Ich habe so einiges gehört. Ich suche jemanden, der mir was beibringen kann. Ich könnte dir schon ein paar Sachen beibringen. Ich bin der beste Kämpfer weit und breit. Für dich mache ich sogar einen Freundschaftspreis. 300 Goldstücke. Das war doch in Ordnung. Hier ist das Geld. Ich habe für so etwas keine Zeit. Ja, das hat er wirklich behauptet. Lass uns mit dem Trick. Von mir hat er das nicht. Auf Einhand und zwei Hand werfen, okay. Was wollt ihr hier überhaupt? Keine Ahnung, was wir hier machen oder wann es losgeht. Ich weiß langsam nicht mehr, das ist mir auch egal. Solange ich genug zu trinken habe. Sag nicht, das hat.